Und schon wieder zurück bei Drakensang. Und wir sind immer noch in der Taverne zur sanften Sau und spielen gerade. Wobei, ist das so eine Art. Ich dreh mal die mittlere um. Ist meistens immer der beste Zug. Das Schlimme ist, dieses Spiel, wenn man es richtig spielt, endet immer, aber wirklich immer unentschieden. So wie ich es gesagt habe, keiner kann mehr eine Reihe auffüllen. Das war's. Das war's. Es endet unentschieden. Das ist, ja. Was ist? Schaut nicht so düster rein, man kann halt nicht immer in Fexens Gunst stehen. Nun zieht ab und schöne Grüße an Kapitän Lando. Ich will noch ein Spiel, wir sehen uns wieder. Also das Spiel macht keinen Sinn. Man kann es nicht gewinnen. Wenn man es sinnvoll spielt oder wenn man es mit, wenn man sich nicht komplett vertut irgendwie, dann endet es, glaube ich, immer unentschieden. So, was wegen dem Eigentum des Kapitäns. Nein, kein Interesse. Hallo, ich will doch nicht gegen ihn spielen. Oh, nein, ernsthaft muss ich jetzt wirklich? Boah. Okay, pass auf. Fangen wir mal hier oben an. Ja, das war klar. Jetzt muss ich hier unten blocken. Und jetzt muss ich hier blocken und schon ist die Sache wieder durch. Ja. Boah. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Warum habe ich mich darauf eingelassen? Man kann doch hier nur verlieren. Ich fange mal hier an. Vor allen Dingen ist es ja nicht so, dass ich verlieren würde. Es ist unentschieden, mein Freund. Unentschieden. Da, dann würde er hier. Das ist aber das. Das ist alles. Das bringt alles nichts. Jetzt macht er da. Dann hole ich mir die hier. Dann habe ich theoretisch hier und hier. Aber das muss ich hier. Dann her, ja, das, nee, ich hab, oh nein, ich hab's verpeilt. Siehst du, genau das ist es nämlich. Genau das ist es nämlich, wenn man nicht aufmerksam ist, dann, das ist die einzige Chance zu gewinnen. Und jetzt war ich gerade nicht aufmerksam. Wir regeln das. Vierfingersalm. Wenn ich's dir aus dem Leib prügeln muss. So sieht's aus. Was ich aber eigentlich machen wollte, ich konnte nämlich die Taverne gerade nicht mehr verlassen, war die Sachen sortieren und die ganzen anderen Sachen machen, die ich so zwischendrin machen wollte. Und deswegen gibt's jetzt einen ganz kurzen Cut, weil das wollte ich schon noch mit ins Spiel reinbringen, hier dieses Kartenspiel. Wir sehen uns in 2 oder 3 Sekunden wieder. Einen kleinen Augenblick. So, jetzt bin ich doch nochmal hier, weil mir aufgefallen ist, ich habe das jetzt noch ein paar Mal versucht, weil mir aufgefallen ist, dass der immer Mucksmäuschen still sagt und keiner soll ihn stören. Und Jalik ist dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass niemand stört. Aber vielleicht können wir ihm die Konzentration ja rauben. Hallo, Gladys. Gibt's was Neues? Nee, Goldzahn, alles beim Alten. Dieser Vierfingersalm scheint ja ziemlich gut in diesem Spiel zu sein. Gut ist relativ. Man kann in diesem Spiel nicht gut sein. Wen wundert's? Er spielt ja auch Tag ein, Tag aus. Sogar seinem Haushuhn hat er das Spiel schon beigebracht. Eigentlich war es mal ein Suppenhuhn. Er hat vom Wirt in einem Spielchen gewonnen. Natürlich spielt es nicht so gut wie er. Könnt ihr mir vielleicht dabei helfen, gegen Vierfingersalm zu gewinnen? Ja, wenn ich es mir so recht überlege, geht mir dieser Salm und sein albernes Kartenspiel schon lange auf den Geist. Vor allem, weil er nie verliert und sich ständig selbst feiert. Es ist ja kein. Er schafft ja höchstens ein Unentschieden. Und wenn er bestimmt, dass ein Unentschieden ein Sieg für ihn ist, dann kann er bei diesem Spiel ja auch nur gewinnen. Ich sag dir was, du spendierst mir ein helles Fairdocker und ich werde den alten Salm bei eurer nächsten Partie etwas aus dem Tritt bringen. Abgemacht. Wirt, ein helles Fairdocker für den Herrn Goldzahn. Das macht 10 Heller. Hier, Jalik, dein Bier. Ah, ein frisches helles, das tut gut. So, dann wollen wir mal. Mach einfach ein neues Spiel. Um den Rest will ich mich schon kümmern. Oh ja. Oh ja. Yeah. Was ist? Lass uns nochmal spielen. Ich halte die Schwätzer schon vom Hals. Fex zum Glück. Ja, das Spiel beginnt. Er hält die Schwätzer vom Hals. Das will ich mal nicht, nicht hoffen. So, wir fangen wie immer in der Mitte an. Was ist? Salm, Obert, hinter dir! Wackernagel und seine Schwarzaugen!
Was? Wie? Hinter mir ist doch gar keiner. Zum Kuckuck. Jetzt hast du mich aus dem Spiel gebracht. Was wollte ich jetzt ziehen? Ah, er hat aber doch richtig gezogen, ja. Toll, danke für die Hilfe. Hat ja viel gebracht. Hallo? So. Das hat ja mal überhaupt nichts gebracht hier. Das hat ja überhaupt nichts gebracht hier. Doch, er hat sich vertan. Ha! Was ist? Schau nicht so düster rein. Hallo? Hallo, ich habe das Spiel gewonnen. Hallo? Ich habe das Spiel gewonnen. Ich habe das Spiel gewonnen. Hallo? Hallo? Ich habe das Spiel gewonnen. Will er mich jetzt veralbern? So. Ja, und nu? Jetzt zieh deine falsche Karte und ich ziehe hier oben. Ja, Gott sei Dank. Was ist? Ach so, man hat auch verloren, wenn man zuletzt die Karte... Ach ja, gut. Was der für Regeln für sich macht, das ist unfassbar. Ich habe gewonnen. Scheint so. Das scheint nicht nur so, das ist so. Also rückt endlich das Fass raus. Ehrlich verloren ist ehrlich verloren. Das weiß ich selber. Pass bloß auf, sonst heißt du bald Zahnlücken-Jalek. Schau nicht so düster rein, man kann halt nicht immer in Fexens Gunst stehen. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Hier, da hast du das blöde Zeug. Und nun zieh Leine und richte Dielbrack aus, er soll demnächst selber kommen, wenn er was will. Danke für das Fass und Spiel. Schönen Tag noch. Okay, hat sich dann doch, ja gut, also die Regeln, die der für sein eigenes Spiel macht, die sind ja wirklich, ja gut, er hat es halt darauf angelegt, dass er nur immer gewinnen kann. Das heißt, eigentlich ist jeder blöd, der mit ihm um irgendwas spielt, weil unentschieden heißt, er gewinnt. Wenn man als letzten Zug gewinnen würde, heißt es, er gewinnt. Im Grunde heißt alles, er gewinnt. Das ist das, was mich so ein bisschen ärgert. Hier ist ein Dieb. Guck mal gerade, ich wollte eigentlich die Sachen sortieren gehen. Was mache ich denn jetzt hier? Na gut, ich guck mal gerade nach dem Dieb da hinten. Das könnte mich jetzt auch nochmal interessieren. Unser Inventar ist noch nicht so vollgestopft, oder? Och, was? Ach, der Orden der Stadt Ferdok. Guck mal, habe ich ja ganz vergessen. Etikette plus 5. Sie hat Etikette 20. Wow. Okay, das ist hart. Das ist hart. Aber den hat auch nur sie bekommen, sonst keiner. Na gut. Sonst noch irgendjemand hier, der noch irgendwas anziehen könnte? Nö. Etikette plus 5 ist arg. Also das wusste ich gar nicht mehr. So, hier hinten steht irgendwo der Dieb. Ich glaube, wir kommen hier runter, hoch. Nee, da steht aber noch, das sind noch zwei Fässer. Die habe ich übersehen wegen dem Baum davor. Ja, toll, helles Ferdocker. Das lungert hier einfach im Fass rum. Ich weiß nicht, ob man das noch trinken will, weil, sagen wir mal ehrlich, erstens, wie lange steht dieses Fass denn schon da? Zweitens, das helle Ferdocker befand sich in Krügen. Das heißt, das müsste Schal sein wie sonst was. Das ist im Grunde nur noch gelbes Wasser, sonst nix. Das ist so ekelhaft. So, hier sind die Diebe. Hey! Belauscht du uns etwa? Ja. Und wenn es so wäre, ihr habt doch nichts zu verbergen, oder etwa doch? Nein, haben wir nicht. Und jetzt verschwinde endlich. Genau, zieh Leine. Ja, genau. Gute Idee mit dem Goldschmied. Hab gut was bitte. Psst, nicht so laut. Mit dem Goldschmied? Aha. Hey! Aber vorher verstecken wir die Beute. Die anderen in der Sau sind mir nicht geheuer. Das recht. Da sollte man nicht mit zu viel Gott. Du willst wohl unsere Beute? Oh. Ja, ja, natürlich. Aber daraus wird nichts. Genau, los, hauen wir ab. Nein. Eine milde Gabe? Ist gescheitert? Was? Nein. Okay, ich hätte sie vielleicht nicht so intensiv belauschen dürfen. Okay, ich habe ja gesagt, ich lebe mit den Dingen, die passieren. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob ich damit leben möchte, weil ganz ehrlich, da geht uns ja eine ganze Quest verloren. Weil ich so doof war, mich einfach neben sie zu... Ich habe aber auch nicht damit gerechnet, dass wir sie belauschen müssen oder das... Ja gut, es hätte eigentlich mir auffallen können. Ach ja, eine milde Gabe ist gescheitert. Vielleicht mache ich das gerade nochmal eben schnell nochmal neu. Pass auf, wir machen das folgendermaßen. Ich wollte ja sowieso nur gucken, was die da so machen. Eigentlich wollte ich ja jetzt Sachen einlagern gehen. Das mache ich jetzt dann vielleicht auch einfach mal.
Und dann sehen wir uns gleich wieder. Einen kleinen Augenblick. So, da bin ich jetzt wieder. Das Inventar ist aufgeräumt. Das Spiel haben wir immer noch gewonnen und wir sind wieder hier. Und sieh mal einer an, ein Fragezeichen, ein Dieb. Die würde ich jetzt schon gerne belauschen. Beim letzten Mal war es einfach ziemlich dumm von mir, mich da hinzustellen. Ich sag's dir, das war eine Aktion letzte Nacht. Ja, genau. Gute Idee mit dem Goldschmied. Hat gut was gegeben. Psst, nicht so laut, Mann. Gehen wir in die Sau. Was trinken? Aber vorher verstecken wir die Beute. Die anderen in der Sau sind mir nicht geheuer. Hast recht. Da sollte man nicht mit zu viel Gold reingehen. Mann, nicht so laut. Gehen wir. Geht mal, ihr beiden. Ich beobachte euch auch nicht und ich belausche euch auch nicht. Ist die Frage, dürfen wir ihnen jetzt näher kommen oder sollten wir immer noch Abstand halten? Ich glaube, wir sollten immer noch ein bisschen Abstand halten. Denn die werden uns schon noch bemerken können, oder? Lass uns mal da oben nach einem Versteck sehen. Dann los! Da laufen die beiden Diebe und hinter ihnen eine Heldengruppe mit gezogenen Waffen. Oh nein, die kommen aber jetzt nicht. Die sehen mich jetzt aber nicht, oder? Nein! Hey! Belauscht du uns etwa? Naja, weshalb sollte mich euer Gewäsch kümmern? Ich geh mal weiter. Genau, Zeleine. Okay, ich geh mal weiter. Tschüss, ich geh mal hier in die Ecke. Vielleicht sehen sie uns dann nicht. Vielleicht ist das weit genug. Lalalala, wir warten mal, bis sie da oben sind und dann gehen wir ihnen hinterher. Ja, das ist genau das Richtige für Fexlin. Schleichaktionen und Leute beschatten. Das hat sie gelernt. Da weiß sie, was sie tut. Aber die wollten zur sanften Sau, das heißt, die ist nicht mehr weit entfernt. Die sollten dann jetzt auch zügig mal ein Versteck finden für ihre Beute. Na? 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 Habt ihr schon eine Idee? Los, packen wir die Kiste auf den Wagen. Stimmt, das Gerümpel rührt eh keiner an. Heute Nacht schaffen wir die Beute aus der Stadt. Auf in die Sau. Alles klar, heute Nacht wollen sie die Beute aus der Stadt schaffen, aber ich glaube, dazu werden sie nicht mehr kommen. Vor allen Dingen, die scheinen es ja anscheinend schwierig zu haben. Ja gut, die werden wahrscheinlich eher von der Stadtwache kontrolliert als ich. Weil ich trage ja jetzt den Orden der Stadt Ferdok, was uns zu einem großen Helden macht. Und da ist die Truhe verschlossen. Ah ja, gut, dann werden wir mal gucken, was die für eine Beute gemacht haben hier. Ich kann auch wieder laufen, glaube ich. So. Kriege ich die auf oder muss ich eine Haarnadel opfern? Ich glaube, ich muss eine opfern. Ohne Haarnadel schafft Kleid es leider nicht so viel. Mach ich. Fische, frische Fische. Oh mein Gott. Da hat sofort die Gier zugeschlagen. Meine Güte, haben die in ordentliche Beute gemacht. Nicht schlecht, Herr Specht. Da werde ich einiges zu Geld machen können. So, wir haben auch noch 20 Abenteuerpunkte bekommen. Mir ist übrigens was eingefallen, was ich gar nicht bedacht hatte. Wir haben ja Dranor trotzdem als Teil der Gruppe. Der wird sich uns hier irgendwo wieder anschließen. Also wenn wir ihn aus dem Knast befreit haben. Vielleicht sollten wir auch mal gucken, dass wir ihn schnellstmöglich aus dem Knast befreien. Und ja, ich hatte ja immer diese Sache mit Kladis und dem Taschendiebstahl. Aber ganz ehrlich, den Taschendiebstahl, den benutzen wir ja sowieso nur, wenn wir in den Städten unterwegs sind oder in der Stadt. Und um die Punkte zu sparen vielleicht für Kladis, weil sie die Punkte auch für andere Dinge braucht, wäre es vielleicht eine Idee, dass wir Dranor zum ausgebildeten Taschendieb machen und mit ihm kann ich dann offscreen quasi eine Runde durch die Stadt machen und alle Leute bestehen. Dann können wir uns die Punkte nämlich für Kladis sparen und sie kann die Punkte in andere Dinge investieren, weil Taschendiebstahl werden wir zum Beispiel nicht im Dungeon benutzen oder auf irgendwelchen Abenteuern oder eher weniger. Im Gegensatz zu Schlösserknacken und so Sachen wie Überreden, Feilschen, Menschenkenntnis, Betören, Gassenwissen, das sind alles Dinge, die wir immer brauchen, weil wir sie ja immer dabei haben werden. Also das wäre jetzt meine Idee, dass wir mit der Diebestour warten, bis wir Dranor wieder dabei haben und dann uns quasi auf den Weg machen, eine Diebestour durch die komplette Stadt machen. Ja, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht, kann ja vielleicht auch nochmal der ein oder andere sagen, ob das Sinn macht, ob wir Taschendiebstahl, ich bin mir da nicht mehr sicher, ob wir das irgendwann nochmal brauchen im weiteren Verlauf des Spiels, auch außerhalb der Städte, ob das irgendwann von enormer Wichtigkeit ist, aber seien wir ehrlich,
Man kann das Spiel auch durchspielen, ohne ein einziges Mal Taschendiebstahl zu benutzen. Also, es ist eine Möglichkeit, aber kein Muss. Genauso wie Schlösserknacken auch eine Möglichkeit ist, aber eigentlich kein Muss, wenn ich richtig informiert bin. Müssen wir mal gucken. Also, das wäre jetzt zumindest meine Überlegung gewesen. Naja, schauen wir mal. Ich habe jetzt noch keine Rüstungen und sowas gekauft, weil, ehrlich gesagt, im Augenblick kommen wir doch eigentlich ganz gut durch. Da weiß ich jetzt nicht, ob wir das unbedingt schon rausschmeißen sollen, das Geld, oder ob wir es sparen. Auf zum Hafen. Übergibt die Geheimlieferung, und zum Hafen müssen wir sowieso, weil wir müssen ja auch die Untersuchungen am Hafen durchführen. Aber das hier, finde die Diebesgilde. Ich muss da nochmal gucken. Ich muss ja vielleicht nochmal mit dem einen oder anderen reden und vielleicht mal nach Kuano mich durchfragen. Kann Gladys mir nicht irgendwas über Kuano sagen? Oh, was gibt's denn Spannendes? Dürfte ich euch was fragen? Mich etwas fragen? Da bin ich aber gespannt. Ja, beiden Handelshäuser, wie gut kanntet ihr Ardo? Wisst ihr etwas über den Konflikt der beiden großen Handelshäuser? Die Streitereien zwischen den Leistbecks und den Störrebrands gehören mittlerweile schon fast zu Ferdok wie sein berühmtes Helles. Wenn man im Hafen das Gezeter zwischen Fuhrleuten, Kapitänen und Kontoristen belauscht, könnt ihr darauf wetten, dass eine Partei zu der alteingesessenen Händlerfamilie Nicebeck und die andere zum emporgekommenen Haus Störrebrand gehört. Wie lange das jetzt schon geht, kann ich gar nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass die Gemeinheiten, die in diesem Streit ausgeheckt werden, immer dreister werden. Erst neulich wurde ein störrebrandter Wagenzug von falschen Wegweisern in die Irre der Moorbrücker Sümpfe geführt. Ein anderer soll von falschen Zöllnern so lange aufgehalten worden sein, bis ein wichtiger Markt in Ferdok beendet war. Und hinter all dem soll das Haus Nicebeck gesteckt haben. Aber wer in diesem Hin und Her den längeren Atem haben wird, das weiß nur Fex allein. Na gut, dann hab Dank für die Information, Gladys. Also ich glaube, sie würde uns zum Thema Kuano erstmal nicht weiterhelfen können. Dabei ist das doch ihr Papa. Meine Güte. Gladys, du musst doch wissen, wo der ist. Na gut, ich muss da wahrscheinlich noch irgendwas anderes aushacken oder aktivieren. Das muss ich vielleicht nochmal die Stadt genauer untersuchen. Vielleicht kommt's ja auch tatsächlich erst im Laufe der Geschichte. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß es nicht mehr. Verdammt mich nochmal. Es ist so lange her. Es ist so lange her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Na gut. Wir kriegen das schon irgendwie wieder gebacken. Da habe ich keinen Zweifel dran. So, wir gehen mal hier unten. Das war das flinke Flittchen. Hier steht noch ein flinkes Flittchen. Sanna. Naja, endlich geht es wieder bergauf mit Ferdok. Das ist so nicht ganz richtig, muss ich gestehen. Da ist ja noch eine große Kiste. Kann es sein, dass diese Kisten... Hatte ich die nicht schon mal platt gemacht, die Kiste hier? Ich bin mir gerade ziemlich sicher, dass... Oder habe ich gerade so ein ultimatives Déjà-vu-Erlebnis? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich diese Kiste hier schon mal zerschlagen habe. So, das sind, glaube ich, die Nicebacks, oder? Nee, das sind die... Das sind die Störrebrands. Wohin so schnell? Hier geht es nicht weiter. Wieso ist die Straße gesperrt? Ich möchte zum Warenlager hinter euch. Bitte eins nach dem anderen. Mein Name ist Laran Dijkmoler. Ich bin der Vorarbeiter des Handelshauses Störrebrand. Die Querelen mit dem Hause Nicebeck zwingen uns leider zur Vorsicht. Das Oberhaupt unseres Hauses hat angeordnet, dass sich nur noch Leute, die für uns arbeiten, dem Warenlager nähern dürfen. Das trifft sich gut. Ich bin immer auf der Suche nach einem Zubrot. Ihr macht mir Spaß. Was für Arbeit sollte ich euch denn anvertrauen? Obwohl... Eine Kleinigkeit hätte ich da vielleicht wirklich für euch. Eine Kleinigkeit? Was für eine denn? Einen Botengang. Wenn ihr den für mich erledigt, schauen wir mal weiter. Vielleicht findet sich noch was zu tun, wo der ein oder andere Heller für euch herausspringt. Also, was sagt ihr? Hört sich gar nicht mal schlecht an. Ich mache den Botengang für euch. Sehr gut. Also hört zu. Unser Botenjunge ist krank und er sollte heute eine Bestellung von der Taverne zum Silberkrug abholen. Geht bitte an seiner Stelle dorthin und bringt mir den Bestellschein. Am besten so bald wie möglich. Wirt Brauerlich ist bestimmt schon ungeduldig. Okay, für eine Handvoll Dukaten. Ja, finde eine Frage eines Lieferanten, hole den Bestellschein von Wirt Tradan. Ich sage, Tradan, der Laufbote ist ja eigentlich für die Aussage. Glück gerade um, allerdings kann ich bei der Bestellung und gerne kann ich meine Arbeit. Okay. Wirt Tradan. Jetzt habe ich vergessen, wo die Taverne war. Aber wir müssen sowieso erstmal mit dem Kapitän reden, denn mit dem können wir jetzt zumindest seine Sachen zurückbringen.
Und dann haben wir die Sache nämlich auch schon mal erledigt. Da ist wieder die hübsche Harika. Schade, sie will nicht mit uns sprechen. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Warum will die Frau nicht mit uns sprechen? Und hier vorne, das ist immer noch gesperrt. Aber da geht es sowieso nicht weiter. Das ist einfach nur... Also es sieht so aus, als würde da hinten die Stadt weitergehen. Aber die Karte hört da auf. Deswegen ist da gesperrt. Das ist, glaube ich, der einzige Hintergrund. Da ist ja auch noch so eine Kiste. Ach, guck mal. Hä, die habe ich doch alle platt gemacht, diese Kisten. Oder? Bin ich daran vorbeigelaufen? Ja gut, ich beschwere mich jetzt auch nicht darüber, aber... Ja. Den Zwölfen zum Gruße. Das gibt's doch nicht. Kapitän Dielbrack, auch mal wieder im Lande. Beim Flussvater, der alte Vorgrimm, ich glaub's nicht. Ohne Bart hätte ich dich fast nicht erkannt. Schön, euch wiederzusehen. Kann ich vielleicht noch etwas für euch tun? Direkt das Thema übergangen. Hey, der alte Vorgrimm, schön, dich zu sehen. So, ich muss weiterarbeiten. Tschüss. Wegen eurem Lieferproblem. Ach, dann habt ihr die Geheimlieferung retten können? Ja, hier ist sie. Ein Schnapsfässchen? Nun ja, der Graf legt nun mal größten Wert darauf, dass die erlesenen Kostbarkeiten unversehrt und diskret bei ihm in der Residenz ankommen. Das hat zumindest dieser Unterhändler mir gegenüber nochmals betont. Gerling! Gerling! Er ist ja auch alt geworden, der gute Gerling. Ah, da komme ich ja genau zur rechten Zeit, wie ich sehe. Oh, Geheimrat Gerling, seid gegrüßt. Was verschafft mir denn die Ehre? Nun ja, Kapitän. Einige Dinge sind dem Grafen so wichtig, dass er seinen fähigsten Mann mit deren Erledigung betraut. Als mein Bote mir zutrug, dass sich die Sonderlieferung für den Grafen verzögern würde, dachte ich mir, ich schaue mal nach dem Rechten. Wie ich sehe, hat sich die verschollene Ladung wieder eingefunden. Selbstverständlich, ein so feines Schiff wie die Talaria verliert doch nichts. Allerdings hatte ich Hilfe bei der Suche. Darf ich vorstellen, Fexlin hat das Fässchen mit dem Weinbrand in Handumdrehen entdeckt. Tja, dann ist ja doch alles noch in Ordnung gegangen. Der Graf wird äußerst zufrieden sein, dass das edle Tröpfchen die Reise doch noch heil überstanden hat. Ich werde sogleich zur gräflichen Residenz gehen und Graf Grovin seine spirituose Kostbarkeit aushändigen. Auf dann, Herr Geheimrat. Grüßt mir den Grafen. Und nun zu euch, Fexlin. Hier habt ihr die versprochene Belohnung. Ich danke euch nochmals für die... für eure diskrete Hilfe. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch durch die anderen Waren stöbern, die ich zu verkaufen habe. Also, kann ich vielleicht noch etwas für euch tun? Dann zeig mal, was du anzubieten hast. Das KGIA-Einsatzhemd. Geschwärzter Schulterpanzer. Oh, 48 Dukaten. Ei. Ah, schweres Breitschwert. 1W plus 6. Uiuiui. Aber 28 Dukaten wirklich... Also, ja, wir kommen nochmal wieder. Ardus Heldenfrühstück hat er mit dabei. Ja, das ist ja erstaunlich. Wir kommen nochmal wieder, ohne jeden Zweifel. Die Anleitung für Krähenfüße wird sofort gelernt. Ansonsten, wie gesagt, das Inventar ist aufgeräumt. Und wir haben eine Quest weniger. Untersuchungen am Hafen. Knüpfe Kontakte. Ja, das müssen wir machen. Für eine Handvoll Dukaten. Ich frage mich aber, finde die Diebesgilde. Ich frage mich... sollten wir Dranua nicht schnellstmöglich zu uns holen, bevor ich jetzt hier großartig rumqueste? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht mehr genau, wann er zu uns stößt und ob wir die Diebesgilde aktuell tatsächlich finden können. Das ist mir ein Rätsel. Weil aktuell entgehen ihm ja durchaus einige Erfahrungspunkte. Bootshändler? Hä? Habe ich dich schon mal hier gesehen? Tretet näher. Ihr seht aus wie jemand, den es nach Abenteuern dürstet. Jemanden, der die Welt erkunden will. All diese Träume von der großen, weiten Welt können heute noch für euch wahr werden. Kauft euch eines meiner wunderbaren Schiffe und der Weg ins Abenteuer steht euch offen. Ein Schiff? Das hört sich überhaupt nicht schlecht an, das wohl. Wie lautet denn euer Angebot? Dieses prachtvolle Schiff hinter mir habe ich im Angebot. Es ist aus zweiter Hand, doch tadellos geführt. Ich könnte es euch für nur 1000 Dukaten überlassen. Tut mir leid, aber so viel Geld besitze ich nicht. Überlegt es euch noch einmal. Ein solches Angebot werdet ihr so bald nicht wiederbekommen. Denkt doch nur an all die Schätze, die ihr damit auf euren Abenteuern finden werdet. Ich sollte mit 1000 Dukaten wiederkommen, oder? Ja, hier bekomme ich wenigstens ein Schiff dafür und keinen Helm. Ich wollte ja nur noch mal gesagt haben, ne? Ihr erinnert euch bestimmt genauso. Haben wir eigentlich mit ihm schon gesprochen? Achso, das war ja der Kupines.
Exotische Waren. Gialtskalendertracht, das wäre doch eigentlich genau das Richtige für Fexlin, wobei eigentlich auch wieder nicht. Stoffmütze. Ja, der Helm wäre eigentlich wie geschaffen für sie. Der Tellerhelm ist nicht so... Ach, weißt du was? 9 Dukaten, das kann ich eigentlich mal raushauen, oder? So, habe ich jetzt einfach mal gemacht. Pass auf. Jetzt ziehen wir ihr den richtigen Helm an, den Torvala-Helm, so wie es sein soll. Jetzt fehlt ihr nur noch eine richtige Torvala-Rüstung obenrum. Das ist dann wahrscheinlich eher eine Krötenhaut oder wäre eher eine Krötenhaut. Aber sie ist ja auch keine pure Torvalerin, ne? Das ist ja auch wieder wichtig. Sie ist keine klassische Torvalerin in dem Sinne, sondern eben auch mit Andergaster-Einflüssen und eine Kriegerin obendrein, keine Piratin. Na gut. Pass auf, was ich jetzt mache ist, ich werde jetzt erst nochmal gucken, ob ich nicht irgendwie doch noch an die Diebesgilde rankomme und Dranor mit in die Gruppe holen kann, dass er zumindest zu Hause auf uns wartet. Denn dann bekommt er die Abenteuerpunkte eben mit dazu. Das wäre mir schon sehr wichtig. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt nochmal gerade. Ich gucke jetzt mal irgendwie, ob ich an die Diebesgilde rankomme. Dann machen wir diesmal eine etwas kürzere Folge. Ich hoffe, da ist mir keiner böse. Aber die nächste Folge wird dann bestimmt schon wieder 37 Minuten oder so. Hatten wir ja vor kurzem auch erstes. Na gut, ich gucke mal wegen der Diebesgilde und dann gucken wir weiter, dass wir die Sache mit den Nicebacks und mit den Störrebrands erledigen. Und danach begeben wir uns dann zum Travia-Tempel und gucken, was da los ist. Na gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.